Hallo Leute und willkommen zurück zu Skyrim. Wir haben jetzt endlich Ustengraf besucht und haben uns den... wir wollten das Horn holen, haben aber nur eine Notiz bekommen. Und wieso ist da die Quest noch aktiv? Da waren wir doch schon. Ich gehe da jetzt noch mal kurz hin und danach gehen wir nach Mortal. Von Mortal aus dann nach Dämmerstern. Aber das, wieso? Ich war doch da und hab das doch... Hab ich was übersehen? Hoffe ich richtig? Ja. Muss ich ja irgendwas übersehen haben. Ist auch noch was. Ah, okay. Zehnter Morgenstern, vierte Ära, 201. Wie lange ist es her, dass ich die Gauldur-Legende zum ersten Mal gehört habe? 80 Jahre? 100? Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich stehe kurz vor dem Ziel. Nach Jahren der Suche habe ich die Elfenbeinklaue endlich bei einem Sammler in Bravil aufgespürt. Ein Tod war unvermeidbar, aber nun habe ich sie. Endlich habe ich sie. 22. Morgenstern, vierte Ära, 201. Drei Tage durchgeritten. Ich habe Anvil vor meinen Verfolgern erreicht und eine Überfahrt auf der Eisläufer gebucht, die erneut nach Einsamkeit aufbricht. 29. Morgenstern, vierte Ära, 201. Die anderen Passagiere beginnen, Verdacht zu schöpfen. Als ich vom Abendessen zurückkam, erwischte ich einen Barbaren dabei, wie er in meiner Kabine herumwühlte. Er hätte die Klaue fast gefunden. Wäre der Kapitän nicht eingeschritten, hätte ich ihm die Haut bei lebendigem Leibe abgezogen. Ich hatte gehofft, die Reise allein in meiner Kabine verbringen zu können, um meine Notizen durchzugehen und Zauber vorzubereiten. Aber ich muss etwas von mir ablenken. Ich muss mich unter die Leute mischen, so tun, als sei ich lediglich irgendein uns gewöhnlicher Magier, vorerst zumindest. Meine Fresse, wie viele noch? Zweiter Sonnenaufgang, vierte Ära, 201. Der Barbar behauptet, er sei ein Abenteurer, der sein Glück in den Ruinen von Himmelsrand suche, zusammen mit seinen Gefährten. Vielleicht kann ich das zu meinem Vorteil verwenden. Wenden und sie als Futter für die Falle fallen und die Drauger in den Grüften ausnutzen. Ich kann die Gier in ihren Augen sehen. Ja, das sollte funktionieren. 3 Wochen bis Einsamkeit, sagte der Kapitän. Wenn ich diese Schwachköpfe noch länger ertragen muss, werde ich schwimmen. 27. Sonnenaufgang, vierte Ära, 201. Mit dem Barbaren und seinen Gefährten im Schlepptau ging es durch den Sumpf nach Folguntur, wo wir unser Lager für die Nacht aufschlugen. Seit meiner ersten Expedition vor 10 Jahren hat sich nicht viel geändert, aber dieses Mal habe ich die Klaue und ich werde das Amulett bekommen. Ich verbrachte die ganze Nacht damit, eine Zusammenfassung meiner Notizen zu Papier zu bringen. Für den Fall, dass ein Fragment der Erzählung oder ein Detail der alten Sagen nötig wäre, um die Schutzzauber in dem Grab zu umgehen. Dann warf ich all meine Bücher und Schriftrollen ins Feuer und verwandelte mein Lebenswerk in Asche. Heute ist der Tag der Abrechnung endlich da. Wenn ich das Amulett nicht haben kann, soll es auch sonst niemand bekommen. Oh, ich hab's aber schon. Gut, dann wollen wir jetzt nach Mortal. Also das war sein Lager. Ja, und er ist zu Tode gekommen. Aber wie habe ich davon nochmal erfahren?
Hat irgendein Bandit überlebt oder so und hat mir davon erzählt? Kann das sein? Aber wir wollen jetzt auf alle Fälle nach Mortal. Und ich setze da mal einen Wegpunkt. Das. Lass mal wieder meine Waffe auffüllen. Bin ich die? Zwar so. Nämlich schon eine mächtige. Oh, das ist schlecht. Ist das schon Mortal? Oh, das sieht ganz nach Mortal aus. Sehr gut. Jetzt wollen wir dahin. Wir den Weg und danach links. Hier gibt es sicherlich auch noch Quests, aber die will ich jetzt noch nicht machen. Mit gezogener Waffe nähert. Sorry. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Mortal hat auch so schon genug Probleme. Ihr seid wie ich, nicht wahr? Kann auch nichts mit diesen klobigen Zweihändern anfangen. Ja. Die Magier sind hier nicht erwünscht. Bin ein Magier, also weg hier. Werde ich mich später mal kümmern. Was ist das? Oh! Oh wow, der hat einen Schlag auf überlebt von dem Schwert, das Lydia hat. Das ist krass. Okay, ein Hirsch. Ist wieder eine Ruine. Da oben ist ein Drachenhort. Ich will die Ruine erstmal nur entdecken. Das sieht schon genial aus. Huch. Oh, was für ein riesiger Labyrinthion. Was eine riesige Ruine. Okay. Wir wollen weiter nach Dämmerstern. Dann ist noch eine Ruine. Wir müssen in eine Mine irgendwann kommen. Und da ist ein Schrein.
Da läuft jemand. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Yep. Wo bleibt denn schon wieder Lydia eigentlich? Also hier ist eine Mine. Und oben ist auch noch ein so ein Stein. Ach, da ist er. Aber egal, wir wollen ja erstmal weiter nach Dämmerstern. Und es ist ein Kampf. Greift sie mich einfach mal an hier, ey. Oh, ich bin überfüllt, echt jetzt? Ich bin direkt hinter euch. Das gewusst, dann wäre ich noch in Dämmerstern gewesen und hätte verkauft. Haben wir irgendwas? Kriegst du schon mal nicht? Muss reichen. Ach, ein Mordhammer, eigentlich hätten wir den verkauft. Müssen wir das dann in Dämmerstern machen? Oh. Hier war, ich wollte doch gerade sagen, es waren noch hier noch Banditen bei. Und dann müsste ja hier auch noch irgendwo liegen. Hinten? Da liegt er. Ich muss mir mal später anschauen, wie das ist mit dem Umhang, dass ich den dann verzauber, was wo. Eistroll. Der dürfte aber gegen Lydia keine Chance haben. Ah ja, die Wege sind gefährlich in Himmelsrand. Oh wow. Das wollen wir auch noch nicht besuchen. Lass den doch in Ruhe. Wieso? Wieso? Ah, muss ich ihn das nächste Mal so befreien. Ich habe gesehen, der hat Taschen.
Kompakte Taschen, sehr schön. Wow, 100 Tragewicht. Nice. Ja. Sehr schön. Endlich können wir ein bisschen mehr tragen. Ach, hier ist das Geber. Geist. Nicht rein. Hier, komm. Au. Sockel aktivieren? Was brauche ich dafür, um den zu aktivieren? Egal, weiter nach Dämmerstern. Da unten müsste es schon sein. Ist eine Wache? Sieht nach einer Wache aus. Es heißt, dass die Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Okay, dann wollen wir jetzt erstmal die Nacht hier verbringen. Das wird... Okay. Reißt euch zusammen. Ich bin ganz Ohr. Sagt es ihr, Erandur. Shady Sam. Hört auf euren Freund. Oder Shady Sam. Ja? Das ist ganz normal. Es ist immer wieder der gleiche Traum. Glaubt ihr, das ist normal? Das ist eine ganz üble Sache. Erandur, sie hat gar nicht so Unrecht. Ihr erzählt uns immer, dass diese Träume völlig harmlos sind. Ihr braucht etwas? Braucht ihr ein Zimmer? Keine Sorge. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Gut. Lasst ihn sprechen. Er versucht uns zu helfen. Hört bitte zu. Ich tue, was ich kann, um diese Albträume zu beenden. In der Zwischenzeit müsst ihr stark bleiben und auf Lady. Habt ihr was zu sagen? Das werde ich. Danke. Im windigen Gipfel gibt es den besten Baden von ganz Dämmerstern. Ich habe hier irgendwo noch einen sauberen Becher. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Da. So. Was beunruhigt euch, mein Sohn? Wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ich will zum Händler. Ich arbeite in der Taverne zum windigen Gipfel. Ihr solltet mal vorbeischauen. Windiger Gipfel. Okay. Sehe ich überhaupt? Ihr seid wirklich zu einer seltsamen Zeit nach Dämmerstern gekommen. Inladen. Wenn unser Kind geboren ist. Hammerfell? Dagegen hätte ich nichts. Aber warum? Ein Kind inmitten eures Krieges groß ich zu ziehen, euch das bereitet mir Sorgen. Mein Krieg, ich bleibe hier und passe auf. Nicht mein Krieg, Seren. Wir brechen auf. Soll's doch. Wie ihr befehlt, Tane. Ich gebe euch Deckung. Ich stehe zu eurer Verfügung. Ich. Ja, das verkaufe ich auch. Kaufe ich. Behalte erstmal.
Kann weg. Kann weg, kann weg. Dann mal los. Bei den Göttern, ich bin so müde. Na los, komm schon. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Ich will verkaufen. Und zwar dieses gute Schwert. Dann das. Das. Den. Ah, du hast kein Gold mehr. Na gut. Hast du denn noch was? Der Dämmerstern scheint nachts ruhig die besten Waffen und Rüstungen. Ja, ja, das sagt ihr alle. Das kann weg. Ach, du hast. Teilt ihr euch euer Gold? Kommt wieder, wenn ihr Stahl braucht. Ich helfe meinem. Wollt ihr euch schützen oder schaden? Nee. Mhm. Ach, ja, er kriegt wenig Taschengeld von seiner Frau. Haben beide einen Laden und er hat aber nichts. Verkauft, das ist auch nur ein Alchemist hier oder so. Dann kann ich vielleicht ein paar Zutaten kaufen, aber das war's auch. Ach nee. Nein, ich habe kein Mittel gegen Alp. Ihr seid also an meinen Zaubertränken und Zutaten interessiert? Naja, geht ne. Ich will ein paar Tränke auf alle Fälle loswerden. Scheiße, ich wollte doch noch was einkaufen. Nein, keine. Mann! Ich will die haben. Meine ganzen Zutaten. So. Ewige Heilung. Er ist ziemlich günstig dafür, dass er voll aufheilt. Höchste Heilung. Der kann weg. Starke Heilung kann auch weg. Das sind Zaubertränke. Einzig wahren Zaubertränke. Gut. Also so einen anderen gemischten Händler habt ihr nicht. Das eure Vorfahren würden das nicht wollen, Silos. Warum sollte ich mich verstecken? Das ist das Vermächtnis meiner Familie. Das ist Vergangenheit. Tote Schwüre auf toten Lippen. Lasst es dabei bewenden. Das Museum wird eröffnet, Madena. Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Das Museum der mythischen Morgenröte? Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Das klingt gut. Reden wir drinnen weiter. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Du hast ein Bett in deinem Museum stehen. Das gehört sich nicht. Bitte nicht einen Dolch zu? Oder zumindest Teile? Diese Roben wurden während der Geheimtreffen der mythischen Morgenröte getragen, bei denen die Mitglieder der Organisation planten, den Daedra Merunes Dagon nach Tamriel zu bringen. Jeder Stoffballen zur Herstellung der Roben wurde mit einer Farbe aus Opferblut gefärbt. Okay. Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschriebenen blasphemischen Buch. Manka Kamoran benutzte das Buch angeblich, um ein Portal zu einem Paradies zu öffnen, in dem seine Anhänger ewig leben würden.
Die Kommentare zum Mysterium Xarxes wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein Paradies und eine Wiedergeburt an Merunes Dagons Seite erwarten würde. Okay, das war's. Habt ihr Fragen zum Museum oder würdet ihr lieber über Geschäftliches reden? Weshalb habt ihr dieses Museum gegründet? Es ist kein Geheimnis, dass meine Familie einst zur mythischen Morgenröte gehörte. Einer meiner Vorfahren wurde sogar auserwählt, Uriel Septim selbst zu töten. Lange Jahre verleugneten wir unsere Vergangenheit, wurden Händler, kamen zu Geld und gewannen an Einfluss. Doch ich erkannte, dass ich die geschichtliche Bedeutung der mythischen Morgenröte, unsere Bedeutung, nicht bestreiten lässt. Jeder in Tamriel soll sich einen Moment lang daran erinnern. Das Schicksal dieser Welt lag in unseren Händen, im Guten wie im Schlechten. Und was bitte ist dieser Kult der mythischen Morgenröte? Sie haben Merunes Dagon angebetet, der dädrische Fürst der Zerstörung und der Veränderung. Die mythische Morgenröte hat Uriel Septim den Siebten und seine Erben getötet. Das war der Auslöser der Ereignisse, die zur Oblivion-Krise führten, als die Daedra in Tamriel einfielen. Alles, was von diesem berüchtigten Kult übrig geblieben ist, habe ich in meinem Museum zusammengetragen. Wer ist Merunes Dagon? Ah, eine ausgezeichnete Frage. Merunes Dagon ist der daedrische Fürst des Wandels, der Zerstörung und der Ambition. Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Lasst uns über diese Sache reden, die ihr erledigt haben wollt. Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier, in Himmelsrand. Davon habe ich sogar schon einen Teil. Wollt ihr, dass ich die Fragmente beschaffe? Mindestens. Zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Okay. Ich habe die Klingenteile von Merunes, Klinge. Seht nur, die legendäre Schärfe einer daedrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt brauchen wir nur noch das Heft und den Knauf. Ich möchte mehr über die Klinge erfahren. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Ja, ist recht, wenn man sie zusammensetzt und davon korrumpiert wird oder sowas. Gut. Wie sieht's denn aus? Weltkarte. Okay. Okay. Das werden wir aber ein andermal machen, nicht jetzt sofort.
Wir wollen, wie gesagt, erstmal nach Reislauf. Halt die Hauptstory weitermachen. So. Ah, okay. Wurde mir nur angezeigt, dass hier noch irgendwas ist. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Weißlauf. Halle der Wachsamkeit. Da schauen wir auch nochmal vorbei. Die soll abgebrannt sein. Oh, Khajiit. Wer ist der Händler? Kommt und schaut euch die Angebote an. Der Wind weht hier bitter kalt. Wir sind Wüstenbewohner. Ja, bringe bei. Ach, verdammt. So viele wollen nicht mit uns sprechen. Sie nennen uns Diebe und Schmuggler. Ich bin froh, dass ihr nicht zu ihnen gehört. Ach, Khajiit sind cool. Werf deinen Blick darauf. Ja, du bist jetzt auch schon wieder. Ihr habt einfach nicht genug. Möge euch die Sonne selbst in diesem Land der bitteren Kälte. Ihr habt nicht genug Gold. Damit sich das Handeln wirklich lohnt, ey. Na gut. Was ist das? Sieht eigenartig aus. Und es ist nicht mal verzeichnet. Was ist das? Schrein? Von wem? Die Bella. Ah, das nehme ich mal mit. Ja, noch einer? Eins, zwei, drei. Habe ich eigentlich noch einen Skillpunkt? Ja, definitiv in Verzauberungsskillen. Huch. Das hier. Ach, mein Gott. Das hier. Nein. Dahin will ich auf alle Fälle. Aber nicht bei Menschen. Das finde ich auch sehr schade. Sollte vielleicht mal Seelenfalle skillen. Habe ich einen Seelenstein überhaupt dabei? Zwei große. Ne, drei große. Kleine. Zwei mächtige. Und da auch noch einen armseligen. Da werde ich doch mal gucken. Das müsste unter Beschwörung sein. Soul Trap. Dass ich das mal anfange zu benutzen. Zu benutzen. So. Okay. Wer gewinnt?
Haben es echt ein paar Banditen versucht, mit den Riesen anzulegen, ey. Naja. So höre ich immer diesen Sound. Der Fuchs war das gerade nur. Bin ich hier richtig? Ja. Das ist die Hütte von Stander, die muss ja hier hinten sein. Ich will mir erstmal die Hütte angucken. Da vorne ist sie. Also sieht zumindest noch aus, als wäre die das. Wenn die wirklich von Vampiren angegriffen worden ist, vielleicht sind noch ein paar Vampire da. Aber scheint nicht so. Oh, Todeshunde. Das ist ein Vampir. Eine Rüstung will ich haben. Die werde ich mir mal schön verzaubern. Den Leichen plündern hier. Weißt du, was ist ungern gesehen, aber egal. Die brauchen es nicht mehr. Gut, dann wollen wir mal weiter. Hier vorne ist noch eine Burg. Wenn wir die uns mal vornehmen, damit wir nochmal in dieser Folge ein bisschen Action haben. Ich hab doch gehört, dass da irgendwer ist. Wo ist euer Eingang? Zum Bandit oder was bist du für einer? Mich nur so komisch an. Ja, ihr seid Banditen, sehr gut. Seele gefangen und ich muss ihn töten. Kein Seelenstein groß genug. Ich habe aber doch mächtiger und so dabei. Oder hat er jetzt gerade mehrere? Gib mir deine Seele. Gib mir deine Seele. Das Ding ist hier viel zu gut für Banditen. Die haben hier sogar hier so eine Hütte, ey.
Stolpernde Säbelzahn. Oder was war das? Jemand drin? Hallo? Was war das? Yep, hier sind welche. Hallo? Ja, ich hab dich. Auch nicht groß genug. Ich hab doch eigentlich ein paar Stück dabei. Schwarzer Seelenstein. Den habe ich aber jetzt gefüllt. Sind die alle schon zu groß und können nur noch mit dem Schwarzen gefüllt werden? Nichts, auch nichts, auch nichts. Schade, ich habe gehofft, das reicht, um die Seelenstein aufzufüllen. Ne, ich werde erstmal weiter benutzen. Es geht ja auch noch nebenbei meine Dings. Meine Beschwörungsskills. Ich gehe mal hier oben lang. Also Leute sind jetzt hier nicht mehr. Oben. Gut, aber den Rest werden wir in der nächsten Folge fertig machen. Das sollte erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Wir sehen uns auf alle Fälle das nächste Mal. Bis dann. Bye bye.